Aziz Sergejewitsch Avashian wurde am 24. März 1989 in Russland geboren. Er ist weltweit Aziz, wahrscheinlich durch die Unaussprechlichkeit seines richtigen Namens, durch seine beliebten Social-Media-Kanäle bekannt. Bevor Aziz Bodybuilder wurde, war Avashian das selbsternannte dünne Kind in der Schule. In seinen Videos sprach er über seinen ektomorphen Körpertyp. Aziz ließ sich von seinem Bruder inspirieren, der zu dieser Zeit Bodybuilding betrieb, und beschloss, seinen Körper zu verändern und Muskeln aufzubauen. So wog er nach 4 Jahren Training 93 Kilogramm auf eine Körpergröße von 1,87 Meter mit einem einstelligen Körperfettanteil. Der Erfolg sollte ihm recht geben. Ab 2010 schrieb Aziz auf Fitnessforen für beliebte Bodybuilding-Websites, auf denen er Links zu seinen Online-Social-Media-Videos sendete. Dabei verwendete er auch bis heute bekannte Redewendung Jumeirin, was darauf hindeuten sollte, dass andere seinen Körper bewunderten und eifersüchtig darauf waren. Am 4. April 2010 wurde das Wort Aziz im Urban Dictionary als Inbegriff der Ästhetik definiert. Aziz gründete seine eigene Proteinmarke, die 2011 auf den Markt kam. Außerdem kreierte er seine eigene Modelinie sowie ein Buch, das seinen Reichtum an Bodybuilding-Kenntnissen umfasst. Aziz nahm ab 2011 immer wieder an Reality-Shows teil, beispielsweise in der australischen Reality-Show National Road Trip. Darin wurden Aziz und andere Darsteller gezeigt, die durch Australien reisten. Zum Schock von tausenden Menschen auf der ganzen Welt wurde im August 2011 im Alter von nur 22 Jahren auf einer Reise nach Thailand in einer Sauna tot aufgefunden. Der Obduktionsbericht enthüllte einen nicht diagnostizierten angeborenen Herzfehler, der einen Herzstillstand verursachte. Seine Familie gab an, dass er in den Monaten vor August 2011 mehrere geringfügige Symptome gezeigt hatte, darunter Bluthochdruck und gelegentliche Atemnot. Sein Name lebt unter seinen Tausenden von Fans überall bis heute weiter. Sein Tod zog auch einige Kontroversen nach sich. Vor allem sein Steroidmissbrauch wurde oft thematisiert. Es wurde viel diskutiert, ob denn die Steroide an seinem Tod eine Mitschuld hatten. Er nahm Steroide, um seinen Traumkörper möglichst schnell zu erreichen, und bleibt davon abgesehen bis heute eine große Inspiration für Tausende. Grundsätzlich bleibt noch zu sagen, dass Aziz Körper mit exzellenter Genetik und jahrelangem Training auch natural erreichbar ist. Do it! Do it! Come on! Come on!